Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 125 sind wir. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. In Mortal, wie mich gerade der Name der Person hier erinnert, der wir vorbeigelaufen sind, nämlich einer Wache von Mortal. Und das ist unsere Zielperson. Die hat irgendeinen Teil von dem Dolch, den wir zusammen basteln sollen. Und sag doch mal, was hast du denn so dabei? Du hast auf jeden Fall immer eine gegrillte Hühnerbrust, das ist sehr schön. Und einen Schlüssel zu Jorgens Truhe. Mhm. Schlüssel zu Jorgen und Lamis Haus. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach nur zu seinem Haus und mal gucken, was da so drin ist. Wo könnte das denn sein? Aha, da ist es. Gibt es einen Hintereingang? Wahrscheinlich nicht. Oh, hier liegt irgendwas rum. Krass. Eine tote Froschspinne. Hallo. Läuft die Aufnahme schon, Timo? Ja. Oh, okay. Alex etwas verspätet eingetroffen zu dieser Folge. Ich versuche gerade, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche das aufzuschließen und einfach so reinzugehen. Schloss ist Novize, aber wir werden gesehen. Zumindest am helllichten Tage. Oder ich stibitze den Schlüssel. Ah, hat er den in der Tasche? Ja. Schlüssel zu Jorgens Truhe, den werden wir brauchen. Ja, ich wollte erstmal gucken. Ach so, wir können natürlich auch einfach stehlen, aber was passiert, wenn wir den nicht stehlen schaffen? Ja, ich würde sagen, wir knacken das Schloss. Ich denke auch. Ich bin immer mehr ein Fan von Knacken als von Aufschließen. Ja, und am besten warten wir dafür dann mal hier hinterm Haus, bis es Nacht wird. Und das kann... Muss gar nicht so lange dauern. Warte. Nacht ist gerade frisch vorbei. Wir müssen nur kurz warten. Huch. Huch, oh, AM waren wir. Ja. Ah, okay. Dann bedarf es noch ein kleines bisschen Wartezeit von... 9 Stunden. Aber wir haben ja kräftige Beine, die uns auch 9 Stunden hier am Stück tragen. Natürlich. Ja, das ist immer das Schwierigste, ne? Als Dieb, da muss man einfach mal ein bisschen warten. Wo wird das dunkel? Eieieiei. Okay. Also, Jorgen ist jetzt wahrscheinlich zu Hause und schläft. Aber wir haben ja unsere ganz leisen Schleichstiefel an. Haben wir doch, oder? Ja. Man kann einfach so reingehen, das ist sehr praktisch. Oh, da rollen Eier auf den Boden. Oh, oh, oh. Haben die dich schon gesehen? Nee. Also dann rein damit. Das ist unfassbar. Nee, jetzt haben die dich gesehen. Aber wir sind am richtigen Ort. Ja, ich habe ja... Nicht ohne Grund verschlossen. Ach so. Ich glaube... Sind die schon sauer? Noch nicht, ne? Ne. Aber sie guckt. Guck mich nicht so an. Kannst du die Eier vom Boden mitnehmen? Die Eier? Was? Wo? Ja, hier sind irgendwie Eier rumgerollt eben, als du reingekommen bist. Was ist das? Aber das ist alles stehlen, ne? Nee, stehlen ist nicht gut. Also es ist schon okay, aber sollten wir nicht tun. Da links liegt es jetzt, das Ei. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben, um euch welches zu besorgen. Vorausgesetzt, ich habe noch nicht alles aufgebraucht. Zack, und das Gold auch. Okay, weg. Das war's auch schon hier in Mortal. Ist zwar cool, was sie noch so rumliegen haben im Haus, aber ja, es ist natürlich doof, wenn wir die ganze Zeit gesehen werden dabei. Genau, und wie es sich für einen Dieb gehört, verschwinden wir so schnell, es geht vom Tatort. Wir müssen jetzt nur noch dahin. Was ist das? Wir müssen jetzt erst das Heft wegbringen, bevor wir mehr Infos kriegen. Nee, unten links ist auch noch Quest. Ganz unten links. Weiter, stopp. Weiter links. Bin ich vorbei? Nee, weiter links. Schon. Noch weiter links. Da. Hohoho. Das ist aber ganz schön weit weg. Na gut. Macht nichts. Ja, Markart, da können wir doch hin. Ja, ich nehme mal den hier. Bald sind wir Stufe 26.
Stimmt, wir können auch unsichtbar werden, ne, irgendwie. Wie ging das nochmal? Fragst wieder Sachen. Die Steuerung habe ich jetzt nicht mehr parat. Da liegt ein Ei. Oh ja. Okay. Ganzes Vogelnest? Ich muss da hochlaufen. Lass mich gucken. Hoch? Also hier rüber irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, was da der schnellste Weg ist. Ich denke, es lässt sich nicht so richtig vermeiden, dass wir hier so ein bisschen klettern müssen. Aber wir sind ja eine Gebirgskatze. Boah, da ist den ganzen Boden umgegraben gerade. Auch ganz cool. Da gehen wir jetzt hoch. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber wir versuchen das. Boah, hast du mal gespeichert? Boah, hast du mal gespeichert? Jetzt ja. Gut. Ja, nee, also nicht, dass ich mir Sorgen machen würde oder so, ne? Das wird schon klappen. Natürlich. Einfach nur zur Sicherheit. Ja, und währenddessen können wir noch die Vogelnester... Irgendwie muss man hier hoch, ne? Ja. Ja, ich glaube nicht, dass irgendwie musst du den Machtsprung einsetzen. Ich glaube, wir müssen irgendwas anderes machen. Jedi Autolegs. Ich gehe nochmal hier von... Ich gucke nochmal von hier aus, wie dann der Weg aussieht. So. Ja. Da hinten hin. Boah. Da ist noch ein Nest. Ach, habe ich jetzt gerade nicht gesehen, Entschuldigung. Kann auch nicht alles. Mann! Sehen. Ich lasse dich nie wieder spielen, Timo. Kann man nicht irgendwie. Timo, siehst alle Nester. Ist hier nicht irgendwo ein Weg oder so? Vielleicht muss man aus Markart da rein. Also, vielleicht ist das ja in Markart auch. Nee. Oder aus Markart so ein Tunnel oder so. Nee, aber eigentlich nicht. Der Eingang ist ja jetzt auf der Karte so markiert, dass man von hier direkt dahin kommt. Dann musst du kraxeln. Das ist aber... Mann, oh Mann. Okay. Das wird eine Kraxelfolge. Vielleicht kann ich ja um diesen Berghaufen herum in den Berg. Mal gucken. Ich laufe mal einmal hier über die Brücke. Irgendwie muss man da hinkommen. Ja. Lalala. Ah, das sieht doch nach einem Weg aus. Oder? Gucken. Okay. Da guckt er sogar nochmal dem Vogelnest hinterher, an dem er vorbeigelaufen ist. Wie frech. Hier ist der geheime Pfad, den nur ganz Eingeweihte kennen. Okay, vielleicht auch nicht ganz so geheim. Der führt immer weiter weg von dem Ziel. Ich glaube, wir sind jetzt hier auf einem gar nicht schlechten Weg. Also ich muss ja hier so rum. Stimmt. Sieht gut, ganz gut aus. Oder? Ja, ich denke. Ein Feuer irgendwas. Was? Der? Ein Zweigling. Ah, das ist... Ja, tatsächlich ein Zweigling und... Okay. Mach ihn platt. Oh, irgendwas ist auch schon wieder rot auf dem Kompass. Rechts von dir. Ach Mensch, Timo lässt sich nie aufhalten von Dingen. Okay, da hoch, das wird auch nichts, ne? Ja, ich fürchte nicht. Dann. Au! Boah, starke Strömung. Das ist auch schon fast ein bisschen steil. Kommen wir da überhaupt hoch? Ne. Was macht der Kampf? Ich weiß nicht. Oh, hinter dir. Was macht der Kampf? Ist gut, ey. Der kommt aber nicht zu dir, oder? Nein. Nee, der ist nicht wegen mir hier. Oh, Wacholder, hier sind Wacholderbäume. Nein, ich könnte meine Axt mal zücken. Geil, dann können wir uns Gin brauen. Oh Gott, hier sind überall Gegner auf der Map markiert gerade. Ja, ich bin irgendwie abgelenkt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zweigling, ja, der hat nicht mehr so viel. Schaffst du den vielleicht? Sauber. Ja. Okay, was sind die anderen Gegner? Hoffentlich nicht auch Zweiglinge. Heil dich mal zwischendurch. Ah, doch noch was richtig Spannendes in der Folge. Pflück mal ein paar Wacholderbäume. Bin ich jetzt unterwegs? Achso, noch weiter. Na, was soll's? Dann entdecken wir halt was Neues. Hier diese Bäume kannst du, glaube ich, pflücken. Die hier? Ja. Oh ja. Und so ein paar Wacholderbeeren kann man immer gebrauchen. Ein Bär. Ich speichere mal. Noch können wir Pfeil und Bogen nehmen.
Oh ja. Jetzt wird's vielleicht ein bisschen kritisch. Sieht er dich? Ging das nochmal? Lass mich gucken. Der geile Vulkanglasbogen. Auf der 3. Okay, Gesehen hat er dich wohl schon. Kein dreifacher Schaden mehr. Ein Höhlenbär. Ja, den kriegst du, glaube ich, down. Oh, sieht ganz gut aus. Was schreit er denn so? Timo, er ist verletzt. Hilf ihm! Okay, betäubt hast du ihn schon mal. Er hat irgendwas auf uns gemacht. Alles mitnehmen. Guck mal bei unseren negativen Stats. Er hat irgendeine Krankheit, glaube ich, auf uns raufgehauen. Ich will nicht krank sein. Knochenbrecher, Fieber, okay. Weniger Ausdauer. Jetzt nicht so schlimm, ne? Nö. Achso. Achso, ich schleiche. Na klar. Okay, hier ist dieses andere Lager, was markiert war. Da wollten wir aber eigentlich gar nicht hin. Ich entdecke es trotzdem mal. Du-dum. Halt! Nach dem Kodex von Malakat gehört diese Festung den Orks. Fremde sind hier unerwünscht. Ja, okay. Dies ist unsere Festung. Hier können wir leben, wie Malakat es wünscht. Weit weg von den neugierigen Augen der Nord. Ihr seid kein Ork, kein Blutsverwandter. Also bleibt draußen. Wir helfen nur unser Eins. Wollen wir einfach das Gespräch abbrechen und gehen? Ja. Ich muss jetzt hier lang. Richtig? Ja, fast richtig. Eigentlich muss ich... Ja, irgendwie wird der Weg schon ans Ziel führen, hoffentlich. Ein Fuchs geleitet uns ab und zu den Weg. Das ist bestimmt ein Zeichen. Ja, ich will den Quest auch nicht abbrechen, nur weil wir da jetzt nicht hin können. Also, oder weil der Weg schwierig ist. Ich meine, es ist nicht so spannend hier jetzt rum. Oh, oh, steck die Waffen weg. Na? Wilkas, den kennt ihr. Was geht, Wilkas? Wie fühlt ihr euch? Wer war nochmal Wilkas? Den Namen kenne ich noch. Von den Gefährten, glaube ich, oder nicht? Ach, richtig. Stimmt, da ganz am Anfang irgendwann mal gesehen. Vor 100 Folgen. Da vorne ist irgendwas. Der Weg hört auf. Irgendwas Gebautes. Sollte auf dem Weg bleiben. Wo sind denn Wilkas und Ria gerade hergekommen? Die hier so gespawnt? Wo ist denn der Weg? Ich guck da vorne nochmal. Der Weg ist schon wieder weg. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Komm schon. Can do it. Nein. Ah, das schaffst du da runter. Da runter? Ja, und dann bist du doch da vorne, ist doch schon. Das ist das? Meinst du? Ist das nicht? Was ist denn das? Ist das nicht Malakat? Oder Markat? Weiß ich nicht. Kann auch sein. Aber wie kommt man denn dann? Dann muss man durch Markat hier reinkommen, in das Gebirge irgendwie. Weil sonst kommt man da nicht hoch. Bin nicht sicher, was das ist. Du hast noch eine knappe Minute, um es herauszufinden. Nein, da muss ich noch, die muss ich auf jeden Fall noch gut nutzen. Also nicht irgendwie runterfallen oder so. Und ich werde noch weiter um das Gebirge rumlaufen, denke ich. Oder hier hoch? Huch, da ist ein Grafikfehler im Stein gewesen. Da ist wieder einer. Das ist nicht so gedacht. Ich versuche mal herauszufinden, wie es gedacht ist. Was ist das denn? Fass es nicht an. Oder loote es. Ich dachte, der lebt noch. Fass es nicht an. Aber loote es. So, Kumpel, wo bist du eigentlich hergekommen? Sag doch mal, Wilkas. Ihr seid ganz schön redselig, nicht wahr? Das ist der Dialog, den wir haben, wenn wir mit ihm im Haus reden. Du hast immer das Gleiche zu sagen. Das ist ja toll.
Oh Mann. Na gut, also ich würde vorschlagen, wir werden einmal wahrscheinlich offscreen rausfinden, wie man da hinkommt. Zu, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt. Schon wieder vergessen. Entschuldigung. Und dann zeigen wir euch das in der nächsten Folge. Was meinst du, Timo? Ist eine gute Idee. Ich fange jetzt auch nicht an, mit dem Bär zu kämpfen. Ich würde das natürlich machen, aber Timo nicht. Ich meine nur zum Ende der Folge nochmal. Ja. Na gut, dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal und dann haben wir bestimmt den Weg auch gefunden. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.